wenn man sehr geehrte Damen und Herren, es ist tatsächlich so, dass Dr. Ulrich Hase einen Lehrauftrag in Hongkong angenommen hat. Aber keine Angst, er kommt wieder. Ich darf Ihnen die beste Grüße ausrichten. Und er ist mit Zuversicht, also noch, hat auch dementsprechend sein Leid bei Frau Professor Schlenker Schulte mitgeteilt, dass er halt den Termin nicht wahrnehmen kann. Aber er geht davon aus, dass sein Stellvertreter diese Aufgabe übernehmen kann. Er ist zwar jetzt körperlich nicht anwesend, aber er hat seine Gedanken und seine Ideen zu diesem Thema mir übermittelt, sodass ich diese hier in meinem Vortrag mit eingebaut habe. Zum Zweiten möchte ich sagen, wenn Plagiatsjäger hier im Saal sind, gebe ich zu, dass tatsächlich von Dr. Ulrich Hase von seinem Beitrag im Neuen das Zeichen hier als Wiedererkennungswert geben wird. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass auch ein Teil, das werden Sie dann auch erkennen, von mir stand. Weil jeder sagt, es ist mehr erkennbar, dass der Herr Kammerauer in der Politik bzw. als Politologe tätig ist. Ich hoffe, dass ich auch die halbe Stunde einhalte, weil die Gedanken von Ulrich Hase war, das Dreifache von dem, was ich hier selber auch vortragen wollte und jetzt vortragen werde, das wäre in der Zeit nicht zu machen. Der Titel des Vortrages war vorgegeben, UN Internetkonvention, Bedeutung für die Rechte von gehörlosen und schweren Menschen. Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, ich werde jetzt im Laufe des Vortrags mit BRK abkürzen, wurde im Dezember 2008 durch den Bundestag ratifiziert und im März 2009 in Kraft getreten. Sie gilt nicht nur für den Bund, sondern auch für die Landesregierung. Und das sind ein Ausrufezeichen, Sie kommunalen Gebietskörperschaften. Also beispielsweise der Wohnort, wo Sie herkommen, ist ebenfalls aufgefordert, einen Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention zu erstellen. Also letztendlich steht die UN-Behindertenrechtskonvention für alle politischen Ebenen. Ich betone das deswegen, weil wenn wir uns die politische Landschaft anschauen, manche Institutionen immer auf die höhere Ebene gucken, wir gucken erstmal, was die da beschließen, und dann handeln wir selber, nein, jede einzelne politische Ebene ist zunächst mal für sich selbst verantwortlich im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zu handeln. Die Konvention hat das Ziel, den vollen und gleichberechtigten Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheit durch Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, zu schützen und zu fördern und die Achtung der inneren und geborenen Würde zu fördern. Das ist Artikel 1. Die Definition des Personenkreises Menschen mit Behinderung beinhaltet Wechselwirkungen mit verschiedenen Barrieren, die an der vollen und wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Hieraus folgt, das Ausmaß von Behinderung ist abhängig davon, wie es der Gesellschaft gelingt, Barrieren abzubauen. So verringert zum Beispiel Behinderung bei Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, wenn alle Gebäude und öffentlichen Verkehrsmittel für sie zugänglich sind. Die Behindertenrechtskonvention betont die Achtung der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderung
und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der Menschenvielfalt. Diesen Grundsätzen entsprechend benennt sie allgemeine Verpflichtungen, also Artikel 4, und geht in den folgenden Artikeln auch bereitlich wie zum Beispiel Bewusstseinsbildung, Artikel 8, Zugänglichkeit, Artikel 9, Recht auf Leben, Artikel 10 oder gleiche Anerkennung von Recht, Artikel 12 an. Die Bündnisresolution sieht durch ihre Forderungen an die Vertragsstaaten der Rahmenbedingungen zur Teilhabe zu schaffen, unmittelbar auf einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess und daher im beschriebenen Sinne auf Inklusion. Wir haben jetzt im Zusammenhang mit der UN-Bindungsrechtskonvention ein Leitziel, Inklusion. Dieser Begriff taucht ja immer öfters auf. Auch heute Morgen haben wir ihn schon ein paar Mal gehört. Was bedeutet Inklusion? Herr Hase hat beispielsweise in seinem Vortrag oder in seinem Artikel für das Zeichen dieses Schaubild veröffentlicht. Exklusion, das kann jeder nachvollziehen. Und dann unterscheidet er zwischen Integration und Inklusion. Daher stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration? Wir haben bislang ja immer versucht zu integrieren, soll jetzt anstatt integriert inkludiert werden. Denn während sich Integration, also nach seiner Definition von Herrn Hase, denn während sich Integration unmittelbar den Menschen mit Behinderungen zuwendet, hat die Inklusion die Gesellschaft umgeht. Integration fokussiert Menschen mit Behinderungen mit dem Ziel, deren Eingliederung in Gesellschaft durch individuelle Maßnahmen zu erreichen. Erfolge von Integrationsmaßnahmen sind in Abhängigkeit von vielfältigen Gesellschaften, aber auch individuellen Faktoren sehr unterschiedlich. Dass Integrationsmaßnahmen oder Bemühungen an Grenzen stoßen, machen Menschen mit Behinderungen dadurch deutlich, indem sie immer wieder auf Barrieren in der Umwelt hinweisen. Integration wird auch durch das Verhalten nicht behinderter Menschen erschwert. Der Slogan, wir sind nicht behindert, wir werden behindert, spielen die Sieger. Folgende Abbildungen veranschaulichen das bisher Ausgeführte. Während bei Integration Bewegung des der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft gemeint ist, stellt Inklusion einen umgekehrten Prozess im Sinne einer Öffnung der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderung. Diese Öffnung soll in einer Weise geschehen, dass alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, am gesellschaftlichen Wandlungsprozess beteiligt sind. Oder sozusagen erst noch beteiligt werden. Im Ergebnis sollen Menschen mit Behinderung nicht mehr außerhalb der Gesellschaft stehen, also Exklusion, sondern mittel. Kommen wir zu der Frage, wie sieht es momentan, wenn wir Inklusion machen wollen, nicht mehr Integration, die Inklusionslandschaft denn aus? Trotz oder gerade wegen des Paradigmawechsels in der Politik für Menschen mit Behinderung. Wir haben ja heute auch schon erwähnt worden, das SGB IX, die Gleichstellungsgesetze des Bundes und der Länder und vieles andere. Für uns ganz besonders ganz wichtig, die Kommunikationshilfeverordnung, ist durch die Ratifizierung der Behindertenrechtskommission ein weiterer großer Handlungsdruck entstanden. Es ist zwar ein verstärktes Bemühen,
um eine Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderung festzustellen. Aber dennoch drängt sich nicht selten der Eindruck auf, dass bisherige Wege zur Gestaltung der Situation von Menschen mit Behinderung vom Grundsatz her beibehalten werden und lediglich das bisherige Etikett Integration gegen das Etikett Inklusion ausgetauscht wird. Auf diese Weise wird jedoch nicht das originäre Ziel der Inklusion, eine gesellschaftliche Behinderung zu bewerten, erreichen. Eine trennscharfe Differenzierung zwischen Inklusion und Integration in der Umsetzung ist oftmals auch schwer zu realisieren. Daher stellt sich auch die Frage, ob die Messlatte für Inklusion nicht so hoch angelegt wird. Zahlreiche interessante Beispiele für innovative Wege zu einer inklusiven Weiterentwicklung finden sich auch auf der Inklusionslandkarte des Beauftragten der Bundesregierung für Belange behinderter Menschen. Die Internetseite lautet http://www.inklusionslandkarte.de. Wenn man dort die Beispiele anschaut, die da sozusagen als positiv bewertet werden, da kann man genau die Diskussion daran führen, was ist denn Integration, was ist Inklusion. Nur ein Beispiel, wenn sich eine Förderschule sich öffnet für nicht behinderte Schüler, dann müsste man sagen, streng genommen nach der Definition von Inklusion, ist es keine inklusive Schule. Die andere Frage ist, ob sozusagen, wenn man das als umgekehrte Integration bezeichnet, ob es auf dem Weg zu einer inklusiven Schule, man das als ein Weg als solcher zu beschreiben, vielleicht doch eher hilfreich ist. So, wir haben ja gesagt, dass auch Barrieren nicht nur in der Umwelt baulicher Art ist, sondern wir haben auch Barrieren von den Menschen selbst, die Inklusion bzw. Integration behindert haben. Deswegen ist auch im Rahmen der UN-Behindertenkonvention der Bewusstseinswandel eine ganz besondere Stellenwert. Dass das Erreichen eines Bewusstseinswandels in der Gesellschaft ein genauso langwieriger wie schwer umzusetzender Prozess ist, zeigen auch Erfahrungen zur Inklusion im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund. So ist unbedingt zu vermeiden, dass Menschen mit Behinderung zunehmend über eine falsch verstandene Inklusion in eine Gesellschaft bringen, die diese nicht nachhaltig im Sinne der Idealvorstellung für Vielfalt, offene Gesellschaft akzeptiert und sich hierdurch ungeahnte Konfliktpotenziale ergehen. Das hat beispielsweise erhebliche Folgen, wenn Menschen mit einer Lernbehinderung oder geistiger Behinderung in einer betreuten Wohnform in der Nachbarschaft zu nicht behinderten Menschen leben, die sich gegenüber ohne Verständnis und ausgrenzend verhalten. Hierzu gab es ja auch schon mal ein Gerichtsurteil im Blick auf Lernen von geistig behinderten Menschen. Und das soll nochmal in Erinnerung gerufen werden, dass man auch beachten muss. Inklusion erfordert Bewusstseinsbildung. Bewusstseinsbildung soll nicht nur dort angestrebt werden, wo es aufgrund der Nähe zu Menschen mit Behinderung, also aus dem Bereich der Jugend kennen wir ja den Begriff der Sozialraum, im beruflichen Umfeld,
in allgemein bildenden Schulen opportun erscheinen. Vielmehr ist es wichtig, auf der Basis von Ursachenanalysen zu Einstellungen und aussondernden Verhalten Konzepte wie Methoden zu geeigneten Interventionen zu entwickeln. Das heißt, wir müssen auch in den Bereichen auch vorstoßen, nicht nur da, wo wir im Rahmen der Inklusion die meisten Diskussionen stattfinden, also zum Beispiel in den Schulen, sondern auch dort, wo Menschen mit Behinderung kaum zu sehen waren und auch in Bereichen, die bislang mehr oder weniger weise lächerlich waren. Wir müssen aber auch darüber nachdenken, warum gibt es Menschen, die Schwierigkeiten haben, andere Menschen mit anderen Eigenschaften zu akzeptieren bzw. der Lateinerin unterscheiden, zu respektieren. Was sagt denn die Behindertenrechtskonvention zu den Menschen mit Hörschädigung? Die Behindertenrechtskonvention hat in verschiedenen Artikeln sogar ganz speziell Aussagen zu den hörgeschädigten Menschen. Das ist besonders hervorzuheben, da andere Personengruppen nicht explizit genannt werden. Kommunikation schließt Textdarstellung aller lieben Formen ein. Das ist im Artikel 2 der Behindertenrechtskonvention und gibt auf diese Weise Informationsvermittlung in Schrift sowie der Tätigkeit von Schriftsprachdolmetschern Rückhalt. Es folgt die Feststellung, dass Sprache, auch Gebärdensprache umfasst, hinsichtlich der Zugänglichkeit, Artikel 9e Behindertenrechtskonvention, wird auf professionelle Gebärdensprachdolmetscher in Bezug genommen. Außerdem werden zum Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen, Artikel 21b, E und E, Behindertenrechtskonvention, als geeignete Maßnahmen im Umgang mit Behörden, die Verwendung von Gebärdensprache sowie ergänzende und alternative Kommunikationsformen entsprechen der schriftlichen Kommunikation bzw. Schriftsprachdolmetschung vorausgesetzt. Massenmedien werden aufgefordert, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zugänglich zu gestalten, was auch vermehrte Untertitel und Gebärdensprache im Fernsehen beinhaltet, und es wird die Anerkennung sowie Förderung von Gebärdensprache gefordert. Hinsichtlich inklusiver Bildung, Artikel 24 Absatz 3b und c, Artikel 24 Absatz 4 der Behindertenrechtskonvention, wird das Ermöglichen geeigneter Maßnahmen zur vollen und gleichberechtigten Teilhabe verlangt, wobei Schrift, ergänzende Form sowie das Erlernen der Gebärdensprache und Förderung der Sprachenintensität der Gehörung besonders erwähnt werden. Außerdem sollen Lehrkräfte einschließlich solcher mit Behinderung angestellt werden, die in Gebärdensprache ausgebildet sind und diese Sprache vermitteln können. Menschen mit Behinderung haben gleichzeitig mit anderen Personen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der Gebärdensprache, der Gehörlosen und Kultur. Artikel 30 Absatz 4 Behindertenrechtskonvention. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Behindertenrechtskonvention an keiner Stelle deutlich werden lässt, wie die Gehörlosigkeit definiert, wenn sie den Einsatz von Gebärdensprache fordert. In den Artikeln 2, 9 und 21 der Behindertenrechtskonvention wird auf Gebärdensprache in Bezug genommen, ohne einen unmittelbaren Zusammenhang mit einer Bezugsgruppe festzulegen.
den Artikel 24, also Bildung nochmal, und 30, Teilnahme am kulturellen Leben, sowie an Erholung, Freizeit und Sport, stellen die Behindertenkonvention, Gebärdensprache, unmittelbaren Zusammenhang mit dem Adressatenkreis gehören oder nicht. Es bleibt unklar, inwieweit hier der medizinische Ansatz Gehörlosigkeit als nicht hören zu verstehen oder die soziale Definition von Gehörlosigkeit im oberen im Vordergrund spielt. Also man könnte analog der Dingo-Projekt, da haben wir ja auch gesagt, Selbsteinschätzung und nicht das gemessen wird, ob er tatsächlich gehörlos ist. Und glaube, das ist auch der richtige Weg. Und auch die Behindertenkonvention hat als Inklusionskonvention einen originär sozialen und gerade nicht einen am Defizit orientierenden Charakter, in dem es auf der Grundlage eines dynamischen Behinderungsverständnisses auf das Recht auf Selbstbestimmung abhängt. Deshalb liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Behindertenkonvention ein Verständnis von Gehörlosigkeit beinhaltet, das der Sozialdefinition von Gehörlosigkeit entspricht. Die Behindertenkonvention ist in diesem Zusammenhang jedoch nicht eindeutig und birgt die Gefahr, dass sie auch durch Kostenerwägungen die leitende Auffassung schützt, die den Bedarf an Gebärdensprache und deren Förderung mit der Verringerung der Menschen, die im medizinischen Sinne gehörlos sind, zurückzuführen. Mit anderen Worten, es darf nicht dazu kommen, dass zum Beispiel hochgradig hörgeschädigte Menschen keine Unterstützung der Gebärdensprache erfahren, dass sie nicht als gehörlos anerkannt sind. Das könnte man auch, sagen wir mal, auch vergleichen mit Schwerhörigen, die in der Gebärdensprache nicht kompetent sind, aber auf Schriftsprachdolmetscher angewiesen sind, die einen Hörgerät haben oder andere Hörhilfen, dass man ihnen die Schriftsprachdolmetscher verweigert, weil sie auch ein Hörgerät tragen oder andere Hörhilfen. Hier haben wir ja in den bestehenden Gesetzen ja schon vorgebaut, dass wir nach SGB 9 ein Wahlrecht haben, dass der betreffende Person selber entscheiden kann, welche Kommunikationshilfe sie in Anspruch nehmen möchte. Und das kann und darf die UN-Behindertenkonvention auch nicht unterlaufen. Ich habe vorhin gesagt, bezüglich der Förderung der Gebärdensprache und Gehörlosen Kultur, dass es die wesentlichen Aspekte berücksichtigt und dass für die Umsetzung von Inklusion für Menschen, die gehörlos sind oder auf Gebärdensprache angewiesen sind, elementar sind. Und wie wir heute schon erfahren, ist jedenfalls auch künftig die Auseinandersetzung für Lehrer, die Auseinandersetzung mit den Kostenträgern, dass nicht dazu führen darf, dass man aufgrund von Sparzwängen Leistungen nicht mehr gewährt werden. Inklusion. Wird eher dazu führen, dass wir sogar mehr Ressourcen bereitstellen müssen, damit innovative Ansätze zur Weiterentwicklung unter Einbeziehung von Gebärdensprache, Identität und Kultur Gehörloser überhaupt entwickelt werden können. Ein wichtiger Punkt, ist ja heute auch schon angedeutet worden, aber es ist die Mitwirkung der Verbände mit Hörschädigungen. Die UN-Behindertenkonvention sagt ja eindeutig, dass alle Maßnahmen, die Menschen mit Behinderung betreffen, diese
Menschen auch zu beteiligen. Es war besonders wichtig, dass sich der Prozess in den letzten Jahren deutlich verbessert, dass das Zusammenarbeit der Verbände von Menschen mit Hörschädigung, aber auch mit der Zusammenarbeit der Verbände von Menschen mit Behinderungen, mit dem Ziel der notwendigen differenzierten Informationsvermittlung und Überzeugungsarbeit fortgesetzt wird. Diese Fortsetzung darf weder durch die erhebliche Erschwernisse durch einen Zeitmangel aufgrund von Ehrenamtlichkeit noch durch Kommunikationsbarrieren gefährdet werden. Kommunikationsbarrieren in der Behindertenarbeit, die Organisation für Menschen mit einer Hörbehinderung, kommen im dadurch zustande, dass im Bereich der Selbsthilfe sowie der politischen Interessenvertretung kein Anspruch auf Einsatz von Gebärden oder Sprachdolmetschungen besteht. Ein Missstand, der im Zuge weiterer Inklusionsbemühungen ebenfalls auszuräumen wäre. Das bedeutet, es müsste ein fester Bestandteil werden für alle Aktionspläne auf allen politischen Ebenen, das durch die dortige politische Arbeit, um ein Beispiel für einen Behindertenbeirat der Stadt Halle, dass auch dementsprechend Kommunikationshilfen zur Verfügung gestellt werden. Denn nur durch die Bereitstellung der Kommunikationshilfen können auch Behörden, CE-Träger oder wer auch immer überhaupt an dieser Arbeit mitwirken und auch mitgestalten. Wo liegt die Problematik in der heutigen Zeit bei der Finanzierung von Dolmetscherleistungen? Wir haben ja schon Ansprüche nach SGB IX, nach dem Bundesgleichstellungsgesetz, nach dem Landesgleichstellungsgesetz. Die Gebärdensprache ist anerkannt, es gibt Anspruchsgrundlagen für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher in bestimmten Teilen schon geschaffen worden. Eine spürbare Verbesserung der Kommunikationssituation hat sich gerade auch im Bereich Arbeit, von der Welle auch schon gehört, unbedingt im Gesundheitswesen ergeben, indem Einsätze von Gebärdensprachdolmetscherinnen finanziert werden. Allerdings muss man immer noch feststellen, es stehen oftmals erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der Ansprüche. Deutlicher, problematischer gestaltet sich die Situation, wenn gehörlosen Menschen Ansprüche zum Einsatz von Dolmetschern aus der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung geltend machen wollen. Die behördliche Prüfung ist gerade auch im Hinblick auf die Feststellung der Einkommensgrenzen überaus kompliziert, aufwendig und behindert sich selten, dass entsprechende Anträge durchspringen. Das gilt auch für andere Kommunikationshilfen. Deshalb ist das Bestreben, Hilfe für Menschen mit Behinderung, soweit im Wege der Schaffung eines Anspruchs auf ein einkommensunabhängiges Teilhabe Geld zu erreichen, zu unterstützen. Eine aufgestellte Frage, die im Raum steht, Behindertenrechtskonvention hört sich ja gut an, können diese Rechte umgesetzt werden? Sind sie beispielsweise einklagbar? Also kann ich mit der UN-Behindertenrechtskonvention in der Hand zum Gericht gehen? Nochmal zur Verdeutlichung, die UN-Behindertenrechtskonvention ist eine Weiterentwicklung der Menschenrechte. Das ist also ein hohes Gut. Man kann im Falle eines vermeintlichen Unrechts im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention laut oder leise nach Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung rufen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit kann es durchaus hilfreich sein. Wenn es aber folgenlos blieb, bleibt für den Betroffenen dann womöglich nur der Rechtsweg übrig. Bekommt er dann auf dem Rechtsweg zu seinem Recht, wenn er sich allein auf die UN-Behindertenrechtskonvention beruft. Es gibt ja schon einige Gerichtsurteile,
Auch zwar nicht alle empirisch untersucht, aber man kann schon feststellen, dass manche Richter der Auffassung sind, solange die UN-Behindertenrechtskonvention nicht gegen geltende Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Satzungen auf Bund oder Land oder Kommune eingearbeitet worden sind, kann der Betroffene sich nicht auf sie berufen. Andere Richter dagegen wenden die UN-Behindertenrechtskonvention als Entscheidungsgrundlage an. In einem konkreten Fall eines Rechtswegsklage muss dann schon genau überlegt werden, welche Rechtsgrundlagen außerhalb der UN-Behindertenrechtskonvention herangezogen werden können. Wie gesagt, wir haben hier schon einige Gesetze, Gleichstellungsgesetz, das Antidiskriminierungsgesetz oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und SGB-IX. Die UN-Behindertenrechtskonvention kann dann zusätzlich als Argumentationshilfe genutzt werden. Ein weiteres Instrumentarium ist die Berichterstattung gegenüber der UN. Wenn es also zur Diskrepanzen zwischen der UN-Behindertenrechtskonvention und der deutschen Rechtslage kommen sollte, kann diese der UN gemeldet werden. Die Bundesregierung hat ihrerseits eine Berichtspflicht gegenüber der UN. Die hat ja bereits einen sogenannten Staatenbericht abgegeben. Dieser Bericht fand überhaupt keine Gegenliebe beim Deutschen Behindertenrat. Daher gab es eine Allianz des Deutschen Behindertenrats und diese Allianz erarbeitet gegenwärtig an einem sogenannten Schattenbericht. Der sozusagen der Schattenbericht und die bisher mit Defizite auf Bundesebene aufzeigen, wo die UN-Behindertenrechtskonvention noch nicht umgesetzt worden ist. Schlussfolgerung. Die Behindertenrechtskonvention gibt die Inklusion einen rechtlichen Rahmen mit dem Ziel, dass die Gesellschaft Menschen mit Behinderung gegenüber öffnet und die entsprechenden Voraussetzungen zur Teilhabe schafft. Die Behindertenrechtskonvention stärkt den Zusammenhang von Menschen mit Behinderung. Sie schreibt daraus, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, eigentlich der Gebärdensprache und der gehörigen Kultur haben. Besondere Handlungsbedarf besteht vor allem im Bereich der Gestaltung des Schul- und Bildungswesens, der Verbreitung von Angeboten zum Erlernen der Gebärdensprache und der Öffentlichkeit sowie die Bereitstellung von Kommunikationshilfen den vielfältigen Lebensbereich, in dem öffentliche Menschen bisher von der Kommunikation ausgeschlossen sind. Habe ich ja heute schon fast angehört. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.